Falco. Ja, ja, der Deflect kommt wahrscheinlich stabil in den Matchup. Ja, auf jeden Fall. Ja. Und halt auch die Kombos ziemlich gut gegen Dakan. Aber ich glaube, das Matchup habe ich schon mal gesehen von den beiden. Okay. Da sah es nicht gut aus mit Syntec. Okay, krass. Ja. Also würdest du sagen, Beißel auf jeden Fall Favorit? Ja, auf jeden Fall. Aber er hat Belcampo besiegt gerade, also wer ja, weiß. So. Das hat, wie heißt das? Der Upset. Ja, genau. Der Upset ist möglich, genau. Auf jeden Fall, ja. Er hat schon einen Upset gemacht. Heute vielleicht schafft er den zweiten. Das war auch ein wichtiger Upset, weil er dadurch Top 8 gekommen ist. Sonst hätte er die Top 8 nicht geschafft. Das ist schon mal eine sehr gute Leistung für Syntec. Ja, aber die Pressure, die er jetzt schon macht mit seinen Projektilen, das ist insane. Also es ist schwierig für Syntec jetzt überhaupt gerade noch auf die Map zu kommen. Jetzt ist er am Start, mal schauen. Okay. Er macht ganz gute Pressure. Ja, okay, der Deflect kommt natürlich sehr gut. Ja, der Deflect von... Wenn er ein bisschen Abstand zu Beißel hat, ist auf jeden Fall gut. Er darf ihn aber auch nicht rausbaiten lassen, weil es macht Beißel gerne mag. Da zum Beispiel. Also ist egal, ob du den, wenn du den deflectest, weil er ist sowieso in der Luft und macht irgendwas anderes. True that, ja klar. Auf der anderen Seite, ich meine, Dakan hat ja eine Vielzahl von Projektilen. Das ist natürlich. Oh wow, nice. Stage Spike hat er nicht mit gerechnet. Und ich glaube, genau das braucht Syntec auch. Einfach spiken, offstage gehen. Er muss es riskieren, glaube ich. Um hier Sieg zu kriegen. Ah, versucht es hier mit dem Spike. Schafft es nicht ganz. Also wichtige Situation für Syntec an der Edge. Man muss ihn irgendwie offstage bekommen und dann früh gekillt bekommen, weil sonst wird das, glaube ich, sehr schwierig. Ja, es ist auch ein sehr territorialer Kampf irgendwie. Beißel baut sich so ein bisschen seine Wall auf und dann ist natürlich die Frage, so als Falco, man hat natürlich die defensive Utility, aber man muss natürlich auch einmal nicht auf das Spiel gehen. Und das kann natürlich schwierig werden in dem Fall. Yeah. Ja, man merkt wirklich, dass er nachher noch rausgepressured wird. Oh, wow. Nice! Schafft die Recovery noch. Ah, wirklich, letzter Zentimeter. Hat er sehr gut gemacht mit der Recovery. Ich dachte, dass er da zu defensiv war und die Bewegung hätte einstecken sollen, aber braucht er gar nicht. Ich glaube, Terry wäre wahrscheinlich die beste Wahl gegen Dakan. Ja, warum? Weil er einfach so durchdashen kann durch die Projektile, oder? Ich weiß nicht warum, aber viele DLC-Charakters, oh, schön reingeworfen, krass, ja. Haben das so, dass wenn du irgendeine Attacke machst und du die Dose von Dakan und Dakan triffst, dann trifft die Dose danach noch Dakan. Ah, okay. Unfassbar viel Schaden, also jetzt so Side B von Terry würde diesen Effekt haben zum Beispiel. Und krass. Kann man sich eine gute Position bekommen und gleichzeitig halt die Projektile ein bisschen abwehren. Das ist nicht schlecht, das ist für Falco natürlich um einiges schwieriger. Ja, und man merkt es halt auch, wie Beißel es schafft, die Dosen wirklich perfekt zu platzieren. Er hat überhaupt gar keine Chance, überhaupt auf die Map zu kommen, sobald er einmal in so einer Disadvantage ist. Jetzt gerade sieht es aber echt gut aus. Wow, schöner Deflektor. Vielleicht kriegen wir jetzt hier einen Edge Guard hin. Ja, vielleicht doch die richtige Wahl. Ja. Macht das hier gerade gut. Also er dominiert ihn gerade so ein bisschen. Er ist zwar immer noch zurück, aber gerade sieht es ganz gut aus. Jetzt kann er die Dose ein bisschen ignorieren. Wenn man die deflected und die auf dem Boden ist, dann kann Dakan die nicht mehr benutzen. Dann steht die da einfach nur rum. Wäre es dann möglich für Falco, sich selber auch so wegzuschleudern, wie Dakan das auch machen würde? Mit einem Forward Tilt zum Beispiel? Ja, es ist ein bisschen kompliziert bei der Dose, wann das passiert und wann nicht. Also es ist irgendwie so, wenn die bestimmte Male so getickt wird, also so von der B von Dakan, dann kriegt sie ja immer mehr Löcher. Ja. Und je nachdem, wie viele Löcher sie hat, passiert halt etwas. Also wenn sie genug Löcher hat, dann wird sie einfach nur platzen, also so fliegt in die Luft und platzt. Ja. Aber ja, auch das ist möglich, auf jeden Fall, dass man die Dose zu fliegen bringt mit Falco. Man muss halt nur wissen, welche Moves man dafür benutzen kann. Genau, das war's schon. Erreicht. Two-Stock hier für Beißel. Oh, und das ist gar nicht mehr Pools, sondern Top 8. Ja, genau. Winners Quarterfinals, um genau zu sein, ist das hier. Die Frage ist, glaubst du, wir werden jetzt einen Charakterwechsel sehen? Also es lief eigentlich ganz gut. Ich würde sagen, er bleibt weiterhin Falco in dem Fall. Hat dann doch besser geklappt, als ich dachte auch. Klar, also er hatte auf jeden Fall starke Momente. Ja. Ich glaube an sich, vielleicht braucht er einfach nur noch ein bisschen die Confidence, um sich so sein eigenes Gebiet zu erkämpfen auf der Karte, um dann von da aus irgendwas zu machen. Ja, glaube ich auch. Also er hat das gar nicht schlecht gemacht, so was du gesagt hast mit der Confidence. Er hat schon confident gespielt, auch wenn er zurücklag, hat er das gut gemacht. Er muss es nur länger noch machen, also über längere Zeit im Match. Okay, ich verstehe.
gar nicht erst in diese Disadvantage kommen. Und ja, das macht Bicel so gerne. Er hat einen Gunman da und er weiß ganz genau, der Gegner wird wahrscheinlich schilden. Mhm. Einfach weil die Dose über ihm war. Da wird es nicht reinspringen. Deswegen, du musst dir ganz bewusst sein, wo auf der Map du bist. Du musst dich frei bewegen auf der Map, um da kannst du besiegen. Ja, auf jeden Fall. Die Frage ist halt, ob Battlefield dafür einen Vorteil bietet. Ich denke an sich schon, weil es möglich ist, zum Beispiel, wenn er die Dose auf die Plattform wirft, einfach gut zu droppen und dann down zu rushen. Ja, ja. Genau, und man sieht viel Standard-Play so auf Stages, aber man kann auch wirklich so ein Stage-Master sein. Wenn man weiß, wie man die Stage nutzt, dann ist das nochmal was ganz anderes. Also so kleine Sachen, die man wissen muss. Ob zum Beispiel der Charakter mit einem Sprung überhaupt aus dem Spike rausgefallen, überhaupt auf die erste Plattform kommt. Gandalf zum Beispiel kann mit einem Sprung nicht auf die Plattform. Musste man Double Jump machen. Ja, klar. Bei Falco. Wow. Leer. Dafür, okay, es war nicht der von Syntec. Sehr gut. Ich dachte schon, der Controller wäre leer von ihm. Vielleicht war es meiner. Meiner war auf jeden Fall low. Gut möglich, aber noch sollte er Juice haben. Mhm. Auch wenn die Leistung leer ist, die halten ja eigentlich immer ewig. Bin ich ja mal gespannt, wie sich die Situation jetzt noch entwickelt. Ich meine, Leute. Jetzt gerade er wird ein bisschen weggepusht. Allmählich. Aber ist das Ganze zu spät, ist die Frage. Er macht es auf jeden Fall gut mit dem Reflect. Also, das macht schon guten Damage. Er muss nur öfter Neutral gewinnen, auch mit Dose. Oh, oh wow. Weggesniped, aber überlebt noch. Weißt du, überlegt sich das nochmal und er durch zurück. Und er geht aggressiv. Wow. Ja. Oh, aber er überlebt es immer noch. DBZ-Moment. Er kriegt es auf jeden Fall gut hin, selbst in so einer. Da haben beide Backer getradet. Unsterbar. Ja. Nicht erwischt. Okay. Syntec noch einmal mit der Chance zurückzukommen, wobei das halt schwierig wird, aber er kriegt schon mal den Stock. Jetzt eine Combo. Ja, da hat er sich baiten lassen. Ja, das haben viele Charaktere, dass du onstage gehst mit Invincibility, mit Smash machst und danach bist du noch kurz invincible. Ah, okay. Und Leute fallen da gerne mal drauf rein. Ja. Oh. Oh, gut. Schlecht. Noch mal wieder zurück. Ja. 194. Ja, mit diesem hohen Prozent ist es halt wirklich schwierig, da wirklich noch Kontrolle zu gewinnen. Wäre schon cool, wenn er das noch schafft. Aber seien wir ehrlich. Nicht unmöglich, aber unwahrscheinlich. Okay. Netter also, Versuch. Ja. 2-0 hier jetzt gerade für Bicel. Syntec muss sich was überlegen. Entweder ein Character-Switch, vielleicht eine Stage, die anders sein muss oder irgendwas anderes. Aber so funktioniert das nicht. Er muss da auf jeden Fall etwas ändern. Und nicht nur eine kleine Sache, sondern ein paar größere. Was denkst du, was wäre denn eine Stage, die Falco da einen Vorteil geben würde? Ich finde, dass eigentlich Battlefield schon eine ganz gute Wahl ist. Vielleicht sogar Yoshis, weil er andere Ceilings ja, also gerade unten. Vielleicht hat er dann mit dem Spike noch ein bisschen mehr Chance. Er hat einen Walljump, das ist auch gut. Klar, obwohl halt Bicel das auch sehr gerne nutzt, den Walljump von Duck Hunt. Und er wird das wahrscheinlich begrüßen. Er ist sowieso, meckert nicht rum, was Stages angeht. Mhm. Town City auch eine, die er sehr gerne mag. Mal gucken, was er davor hat. Eigentlich müsste Syntec nochmal einen Gang zurückschalten und gucken, was überhaupt abgeht. Aber es ist schwer. Also selbst wenn er einen Gang zurückschaltet, bekommt er wahrscheinlich kein Advantage mehr. Also Combos, Ideas. Das ist auf jeden Fall eine ganz gute Idee, was er hier gerade macht. Das ist kein schlechter Start auf jeden Fall. Also auch, dass die Map so groß ist, es gibt ihnen ja viel mehr Möglichkeiten, sich durch die Gegend zu bewegen. Ich finde es ein guter schön. Pick. Vielleicht kriegt er einen Early Kill. Vielleicht kann er es schaffen. Ja, das ist nicht leicht gerade. Er kommt halt gar nicht dazu anzugreifen, weil er damit beschäftigt ist, auszuweichen. Oh, Bagger. Oh, die schade. Hätte sitzen müssen. Ja. Hätte sitzen müssen. Allerdings, ich muss sagen, ich finde die Idee, dass er da vielleicht ein bisschen defensiver und langsamer vorgeht, vielleicht gar nicht so verkehrt. Das hat ja, zumindest in den vorigen Games, war ja oft das Problem, dass er ja auch so in so schnellen Kombo-Situationen dann einfach mit Can irgendwie weggehauen würde und dann wieder in eine Disadvantage gelandet ist. Mhm. Vielleicht gehen wir hier zu einem anderen Style. Ja, jetzt der Damage generiert sich halt bei Duck Hunt, gerade bei Bison halt so schnell. Das sind dann halt schon 60%.
Ja, das macht er auch gerne. Dieses Stepback Side B. Aus Side B kann, da kann sehr gut kombon. Und es ist schwer auszuweichen und den nicht abzubekommen, gerade wenn man keine Lead hat. Also ja, zurückliegt. Klar, auf jeden Fall. Ja, dann will man unbedingt attackieren und Beißel kann das sehr gut nutzen. Ja, Disadvantage. Leider der Follow-up ist immer nicht perfekt platziert. Das liegt aber auch daran, weil Beißel sich wirklich in einer Geschwindigkeit durch die Map bewegt. Das ist, oh, nice, schön. Grab mit dem Up-Throw. Ja, genau. Oh, okay, jetzt nochmal eine Chance, ein bisschen Damage zu machen. Nicht perfekt benutzt. Ist mit Rage vielleicht auch ein bisschen schwierig. Okay. Weißt du, er kommt gerade nicht so oft in die Gelegenheit, sich so richtig gut zu setupen. Ah, wenn der Gunman so an der Edge liegt, dann kannst du das auf jeden Fall nutzen, um zu spiken. Weil der praktisch das Fenster länger macht, indem die Hitbox aktiv ist. Also das ist wichtig. Also wenn so ein Gunman da einfach nur rumliegt, dann kann man das durchaus nutzen. Okay, nicht schlecht. Ja, das ist, ich glaube, da kannst du einer dieser Charaktere, da gibt es so viele Nischen-Mechanics, die man überhaupt erstmal verstehen muss, ja, um dagegen voll überhaupt vorgehen zu können. Von voll. Also wie die Dose fliegt zum Beispiel. Absolut. Ja, auch zum Beispiel diese Mechanik mit den Löchern, dass man dann gegebenenfalls auch gar nicht wirklich countern kann, selbst wenn man countern möchte. Mhm. Sehr schwierig. Auch er kommt gut aus Kombos raus, also sobald das nicht komplett true ist, auch nur ein Frame braucht er und dann kann er die Dose rausholen. Genau, das haben wir in Game 2 sehr oft gesehen, wo er zum Schluss hatte Syntec dann ja den einen oder anderen guten Angriff gelandet, aber dann kam die Dose schnell genug raus und dann hat sich das auch schon wieder geklärt. Und das ist halt auch nicht das einzige Projektil, was Duckhunt hat, was ungefähr das bewirkt. Also die Frisbees genauso schnell. Wirklich? Ja. Okay, krass. Oh, und wild. Ja, das war's. Schade. Hier DBZ schon wieder. Beißel 3-0 über Syntec. Starke Leistung gegen gerade von ihm. Auf jeden Fall. Wobei ich auch sagen muss, ich hatte das Gefühl, dass Syntec sich von Game zu Game gesteigert hat.